Hallo und herzlich willkommen. Wir haben ja vor einiger Zeit unseren Threadripper Kühlervergleich nochmal neu aufgelegt mit den da verfügbaren Luftkühlern und getrennt davon auch den verfügbaren All-in-One-Kühlungen. Das macht deshalb Sinn, weil die riesengroßen Threadripper-Prozessoren ja doch ganz spezielle Anforderungen stellen und auch nur wenige Kühler da wirklich darauf montiert werden können. Fazit war dann so ein bisschen, okay, es gibt hier sehr wuchtige und eigentlich vielversprechende Modelle, aber so den ganz klaren Spitzenreiter konnten wir eigentlich nicht ausmachen. Der ausgewogenste TH4-Kühler ist in unserer Einschätzung nach immer noch der Noctua NHU14S TH4 SP3. Eigentlich ein schlankes Single-Tower-Modell, das aber einfach ja, seine Performance richtig gut auch auf die Straße bringen kann und einen überzeugenden Mix auch aus Kühlleistung und Lautstärke bietet. Jetzt gibt es aber ein bisschen überraschend, ja, da tatsächlich einen neuen Aspiranten auf die Performance-Krone und zwar tatsächlich von Arctic, der Freezer 50 TR. Ein reiner Threadripper-Kühler und ja, eben auch ein wuchtigeres Modell, was eben auf eine ordentliche Kühlleistung hoffen lässt. Der Freezer 50 TR ist keineswegs der erste TR4-Kühler von Arctic. Bisher war es auch so, dass man einfach bestehende Modelle da ein bisschen angepasst hatte, einfach das Montagesystem entsprechend adaptiert hat. Und das ist nun eben der erste Arctic-Kühler, der wirklich speziell für Threadripper entwickelt wurde. Natürlich dann auch hier entsprechend so ja, beworben wird. Ein prinzipiell ja, wirklich vielversprechendes Modell vom Aufbau her. Wir haben hier eben zum Beispiel anders als bei dem Noctua 2 Kühltürme einen Dual Tower Aufbau und wir haben auch zwei Lüfter. Vorne sitzt ein 120er PWM gesteuert mit bis zu 1800 Umdrehungen und im Zentrum haben wir dann ein 140er. Sieht man auch schön, wenn man hier unten reinschaut. Das ist also dann doch nochmal auch ein deutlich größerer Lüfter, der da zu erkennen ist. Und der läuft auch mit ja, bis zu 1700 Umdrehungen immerhin. Das ist für einen 140er natürlich dann auch eine ganz stattliche Ansage. Keine Angst, beide Lüfter sind PWM gesteuert und sollen auch leise drehen können, nämlich runtergeregelt auf bis zu 200 Umdrehungen pro Minute. Und es gibt dazu auch noch den 0 Dezibel Mode, das heißt also eine Lüfterstoppfunktion, bei der dann beide Lüfter gestoppt werden sollen. Laut Arctic sind die beiden Lüfter auf einen hohen statischen Druck hin optimiert, sollen also auch diese beiden Kühltürme gut, ja, überwinden können und dort eben eine ordentliche Kühlleistung abrufen können. Vom Anschluss her ist es so, dass wir bei dem 140er nicht nur den 4-Pin PWM-Anschluss männlich haben, sondern auch die Buchse dazu. Das heißt, wir können den 120er einfach hier mit anschließen und benötigen im Endeffekt dann nur einen freien 4-Pin PWM-Anschluss am Mainboard oder an der Lüftersteuerung. Was wir auch gleich sehen, ist, dass es hier einen 3-Pin RGB-Anschluss gibt. Das heißt, der Lüfter bietet tatsächlich eine adressierbare RGB-Beleuchtung. Auch das ist ja für Arctic doch ziemlich ungewöhnlich. Anders als beispielsweise Noctua setzt Arctic nicht auf eine Kupferbodenplatte, sondern auf den direkten Kontakt zwischen den Heatpipes und dem Prozessor. Ja, und Heatpipes, das ist nun was, da hat man wirklich nicht gespart. Wir sehen hier ganze 8 Heatpipes, die eben dann diesen direkten Kontakt herstellen. Wir sehen aber auch, dass die Kontaktfläche eben nicht ganz zu 100% ausfallen kann. Schon allein hier im Zentrum haben wir ja diese Lücke zwischen den Heatpipes und ich glaube auch, dass die Breite des Threadripper-Prozessors dann doch eben noch ein bisschen stattlicher ist. Wir werden uns nochmal genauer ansehen. Was allerdings prinzipiell erstmal der richtige Weg ist, ist einfach hier diese große Zahl an Heatpipes zu nutzen und damit eben so viel Kontaktfläche wie möglich herzustellen. Eigentlich ist Sockel TH4 für die Montage denkbar unkompliziert. Viele Kühler werden dann nämlich einfach mit den vorhandenen Montagelöchern am Sockel verschraubt. Gerade bei Noctua ist das auch wieder der Fall. Das heißt, man hat das Montagematerial bei Auslieferung schon am Kühler sitzen, braucht nur die Wärmeleitpaste aufzutragen, den Kühler aufzusetzen und die Schrauben einfach anzudrehen und dann ist das geklärt. Bei Arctic kommt da noch ein Zwischenschritt dazu und zwar gibt es hier diese beiden Montagestege, die werden einfach mit den schon im vorgesteckten Schrauben an diesen TH4 Montagelöchern befestigt und dann kann man anschließend den Kühler mit diesen gefederten Schrauben hier
in diesen mittleren Bohrungen montieren. Auch relativ unkompliziert, aber eben doch mit einem Montageschritt mehr. Wärmeleitpaste liegt bei, und zwar hier wieder die MX4. Allerdings nicht in der praktischen Dosierspritze, sondern im Tütchen. Das heißt, da ist dann der Verteilungsaufwand ein bisschen höher. Man muss dann auch noch gucken, dass man vielleicht einen Spachtel oder eine alte Chipkarte nutzt, um das Ganze ordentlich aufzutragen. Ja, und zur Montage generell auch wieder so eine Arctic-Besonderheit. Da gibt es nämlich keine Anleitung, die hier beigelegt wird, sondern es gibt hier wieder diesen QR-Code bzw. die URL des Supportbereichs, und da findet man dann die Anleitung eben online. Um die Montage überhaupt vorzubereiten, ja, muss der Kühler erstmal ein bisschen auseinandergenommen werden. Wir sehen ja, dass es hier doch eine Reihe von Kunststoffanbauteilen gibt und im Zentrum, ja, sowohl natürlich der mittlere Lüftersitz als auch hier das RGB-Element und die RGB-Elemente, und dieses ganze zentrale Element kann einfach rausgezogen werden. Von unten hier zum Teil auch die RGB-LEDs zu sehen und dann eben die Kunststoffeinfassung des 140er Lüfters. Generell, ja, ist der Kunststoffanteil hoch. Das kann man natürlich unterschiedlich wahrnehmen. Es sorgt für ein bisschen mehr Flexibilität. Man kann ja einfach Teile auch eben unkompliziert abnehmen. Es wirkt etwas geschlossener zum Teil, aber es ist eben Kunststoff und damit als Material natürlich nicht ganz so hochwertig wirkend. Ja, für die Montage muss man das deshalb demontieren, damit man dann hier einfach unten an die beiden Schrauben rankommt. Was man optional noch abnehmen kann, das sind die seitlichen Kunststoffelemente. Das heißt also, sowohl hier dieser Rahmen, der eher eine optische Funktion hat, als auch der Frontlüfter können hier gelöst werden. Da halten einfach Kunststoffnasen das Ganze fest. Und damit hätte man prinzipiell auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel an diesen Lüfter ranzukommen. Ein Lüftertausch ist aber so eigentlich nicht vorgesehen, weil das eben jetzt hier keine Standardlüfterkamen sind und es auch keine Möglichkeit gibt, hier einen Standardlüfter zu verschrauben. Das heißt, man ist dann eben doch ein bisschen eben auf diese Serienlüfter angewiesen. Wir werden entsprechend dann natürlich auch auf die Tests mit Referenzlüfter verzichten müssen. Ja, und hier können wir dann abschließend auch nochmal kurz auf die eigentliche Kühlerkonstruktion sehen. Wir sehen eben hier schön die beiden schlicht gestalteten Kühltürme. Und wir sehen auch, dass das Ganze ein bisschen asymmetrisch gestaltet worden ist. Das heißt, dass hier der hintere Kühlturm doch deutlich breiter ausfällt und der vordere Kühlturm im Prinzip dann sozusagen einfach aufgrund des Lüfters, um das ein bisschen symmetrisch noch zu bekommen, schlanker gestaltet wurde. Unser Threadripper Testsystem haben wir leicht angepasst, weil wir es jetzt auch im produktiven Einsatz nutzen. Die Grundlage ist aber gleich geblieben. Das heißt, wir haben ja das MSI X399 Creation zusammen mit dem Threadripper 2079WX, also dem 24-Kern-Modell, 250 Watt TDP. Eine richtige Herausforderung natürlich für jeden TR4-Kühler. Was sich eigentlich unter anderem geändert hat, das ist der Arbeitsspeicher. Verbaut sind jetzt 32 GB Kingston HyperX Predator RGB. Und ja, die können wir leider nicht länger verbaut lassen. Am Arctic-Kühler haben wir ja diese Kunststoffblenden und die haben die Eigenart, aus optischen Gründen hier nach unten nochmal so ein bisschen schräg zuzulaufen. Und genau diese Kante unten sorgt dann dafür, dass das Ganze, wenn wir es hier vorsichtig aufsetzen, direkt auf dem Arbeitsspeicher leicht hin und her kippelt. Das heißt, wir haben hier keinen richtigen Kontakt zwischen Heatpipes und Prozessor und können das natürlich so nicht nutzen. Die Lösung wäre jetzt entweder den Kunststoff da zu bearbeiten oder, und das werden wir jetzt einfach machen, hier auf Low-Profile-Speicher zu setzen. Heißt aber natürlich, Speicherkompatibilität ist hier schon mal so ein bisschen ein Negativpunkt. Mit dem Low-Profile-Speicher ist die Montage des Freezer 50TR dann problemlos möglich gewesen und ja, wie gesagt, auch relativ geradlinig gelöst das Ganze. Wenn wir uns jetzt die Perspektive nochmal kurz anschauen, dann sehen wir, dass der Kühler auch tatsächlich über fast alle Speicherslots ragt. Also hier auf der linken Seite wären so 2,5 Slots abgedeckt. Beim dritten ragen hier noch die Spitzen drüber. Und auf der rechten Seite, also auf der einsaugenden Seite, ist es so, dass im Prinzip tatsächlich auch alle 4 Slots überdeckt werden. Das heißt, die Speicherkompatibilität ist hier eben definitiv zu beachten.
Abschließend darf der Blick auf die ARGB-Beleuchtung natürlich nicht fehlen. Wir sehen, dass sowohl die beiden seitlichen Streifen als auch das zentrale Arctic-Logo hier schön beleuchtet werden. Und die Beleuchtung ist auch so ausgerichtet, dass die hinter dem Glasseitenteil richtig gut sichtbar sein sollte. Insgesamt ist der Freezer 50 TR ja ein wuchtiger und vielversprechender Dual-Tower-Kühler für AMDs Threadripper-Prozessoren. 8 Heatpipes mit direktem Kontakt, 120er und 140er Lüfter im Tandem, die beiden Kühltürme eben im Einsatz und das Ganze optisch ja auch ganz auffällig gestaltet, also allemal vielversprechend. Ob das dann auch in der Praxis ein überzeugender Kühler sein wird, klären wir natürlich im Test. Der erscheint voraussichtlich zeitnah oder kurz nach diesem Video.